Liebe Community, herzlich willkommen zu meinem sonntäglichen Blackout-Ticker, also zu meiner persönlichen Einschätzung des Brownout- und Blackout-Risikos, respektive zu meiner Einschätzung der Versorgungssicherheit mit elektrischem Strom. Weil es die letzten Male immer nur von mir kam, habe ich mir überlegt, ich hole mir heute mal wieder kompetente Unterstützung. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass der Frank Hennig heute Zeit hat. Und die Leute, die ihn noch nicht kennen, Frank Hennig ist ausgewiesener Kraftwerksexperte. Das heißt, er hat viele Jahre in Kraftwerken gearbeitet. Er weiß, wie Kraftwerke von innen aussehen, beschäftigt sich auch in seinem Ruhestand immer noch mit der Energieversorgung. Und wir werden heute gemeinsam sprechen über die Situation der aktuellen Energieversorgung. Herr Hennig, ich freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Herr Nischke. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Hennig, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und möchte auch direkt einsteigen. Wie sieht es denn heute, also am 10.03.2024, mit der aktuellen Versorgungssicherheit mit Strom aus? Und ich frage das explizit so, weil wir beide wissen vielleicht ein bisschen mehr als andere, aber der normale Verbraucher, der merkt ja im Grunde gar nicht, was auf der anderen Seite der Steckdose passiert. Und deswegen mal aus berufenem Munde, wie schätzen Sie momentan die Versorgungssicherheit ein? Ja, also wenn Sie wirklich momentan meinen, also heute jetzt zu dieser Zeit, so ist die Lage völlig entspannt. Wir haben angenehme Temperaturen draußen, so halbstarken Wind. Wir haben etwas Sonne, aber es ist auch bedeckt. Wir haben an diesem Tag, weil es Wochenende ist, geringeren Verbrauch und Bedarf. Das heißt, wir haben im Moment überhaupt kein Problem. Aber Sie meinen sicherlich eher den größeren Rahmen, die längeren Zeiträume. Genau. Und da ist es natürlich so, dass tendenziell die Versorgungssicherheit geschwächt wird durch diese Form der deutschen Energiewende. Wir haben eine gegenläufige Entwicklung. Das heißt, wir schalten regelbare und grundlastfähige Kraftwerke ab und bauen immer mehr Erzeuger dazu, die volatil, das heißt wetter- und tageszeitabhängig Strom in das Netz einspeisen. Das kann tendenziell schlechter ausgeregelt werden und damit steigt natürlich das Risiko für Störungen, also für Abweichungen von der Netzfrequenz, die man vielleicht zu irgendeiner Zeit dann doch nicht mehr beherrschen kann, wenn sich dann noch eine Störung aufschaltet. Ich habe insofern aber Vertrauen zu den Netzbetreibern, die hier einen tollen Job machen und die das Netz konstant halten. Und die sind heutzutage für diese Verhältnisse ganz anders sensibilisiert, als das noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Und ich habe überhaupt keine Zweifel daran, dass die dann energisch zugreifen, wenn Störungen eintreten. Zugreifen heißt dann auch, gegebenenfalls Störzonen abzuschalten, also bestimmte Gebiete von der Versorgung vom Netz zu trennen. Ist Ihnen, Herr Hennig, wenn ich da kurz zwischenfragen darf, ist Ihnen bekannt, ob es zu dieser Maßnahme, das wäre ja dann die praktisch kontrollierte Abschaltung, schon gekommen ist? Weil so richtig gehört davon habe ich noch nichts. Also was wir bisher hatten an den sogenannten Brownouts, das sind ja keine Blackouts, keine übergreifenden, sondern regionale Abschaltungen, die gab es sehr wohl, also zum Teil automatisch über die entsprechenden Auslösungen im Netzverbund. Das war zum Beispiel zum Beispiel im Jahr 2003 der Fall, als dieses Kreuzfahrtschiff auf der Ems transportiert wurde und die Abschaltung mehrerer Leitungen ja nicht so korrekt berechnet waren. Dann frischte der Wind auf und über Überlast haben dann Leitungen abgeschalten und letzten Endes griffen die Abschaltungen, die automatischen Abschaltungen weiter um sich bis hin nach runter nach Spanien. Also ganz oder fast ganz Westeuropa war dann für mehr als eine Stunde vom Netz getrennt. Das geht sehr schnell, ist aber immer noch kein Blackout. Und es gab auch am 8. Januar 2021 eine südosteuropäische Störung durch eine Überlastung in einem kroatischen Umspannwerk. Und hier ist massiv über die ENTSO-E, also den Europäischen Dachverband der Übertragungsnetzbetreiber, ist hier über die einzelnen Netzbetreiber eingegriffen worden, sodass hier gezielt abgeschaltet wurde, auch Industrie in Italien, in Frankreich. Wir hatten eher Glück,
Wir sind da nochmal heil weggekommen. Es hat am Ende von unseren Verbrauchern niemand gemerkt. Aber natürlich musste in dieser Zeit dann auch Ersatz geschafft werden. Das heißt, wir hatten in Südosteuropa eine Überfrequenz, ein Überangebot an Strom und in Mittel- und Westeuropa einen Engpass. Das heißt, es musste hier innerhalb von Minuten dann umgeswitcht werden, es musste Import organisiert werden und so weiter. Also wir hatten das durchaus. Allerdings ist es so, dass das heute unsere Verbraucher in aller Regel nicht bemerken. Ja, könnte man den Schluss oder ist der Schluss zulässig, dass die gestiegenen Redispatch-Maßnahmen widerspiegeln, dass unser Netz volatiler wird? Weil wir haben ja, wenn man sich die Zahlen ansieht, über die letzten Jahre gigantische Steigerungen. Wir hatten im letzten Jahr 16.000, glaube ich, waren es. Und hochgerechnet, die bisherigen in diesem Jahr kommen wir dieses Jahr auf 19.000. Ich frage mich immer, wie lange werden die Netzbetreiber es noch schaffen, dann eben immer wieder noch auszuregeln? Weil wir wissen ja alle, wenn wir eine Maschine haben, umso mehr Störungen es gibt, irgendwann ist es halt eine zu viel, gerade in so einer komplexen Maschine wie dem Stromnetz. Ja, da haben Sie völlig recht. Also ursprünglich, wenn wir mal in die Geschichte gehen, hatten wir ja eine eindeutige Stromflussrichtung von den Kraftwerken über die verschiedenen Spannungsebenen bis zum Verbraucher. Und die Kraftwerke haben am Ende geregelt den schwankenden Verbrauch. Das hat sich heute geändert. Diese Verbrauchsganglinie von damals, da hat man ja Erfahrung. Man weiß also, wann ist der Spitzenverbrauch über Mittag oder im Winter dann eben eher in den Abendstunden. Und so konnte man vorher planen. Also alle Kraftwerke hatten einen Fahrplan, haben die heute noch, je nachdem, wie viel Strom sie vermarkten können, aufgrund von Verträgen und so weiter. Heute ist es aber so, dass der Strom auf allen Spannungsebenen eingespeist wird und also die Windparks eher auf 10 kV, die Photovoltaik drunter eher im Niederspannungsnetz. Von denen regelt aber keiner. Es bleibt weiter ganz oben an der Spitze im Höchstspannungsnetz der Regler erhalten. Und jetzt haben wir aber die Strömungsrichtung nicht nur von der Höchstspannung zur Niederspannung, sondern zum Teil auch von der Seite. Und es kommt zum Teil zu Rückspeisungen von der unteren Netzebene in die Höchstspannungsebene. Und das ist in der Regel nicht vorhersehbar. Es gibt zwar Windprognosen und Sonnenscheinprognosen, die sind aber häufig nicht ganz treffend, sodass die Netzbetreiber immer wieder eingreifen müssen und durch ja, zeitlich begrenzte Maßnahmen und örtlich begrenzte Maßnahmen hier eingreifen müssen, um diese 50 Hertz an jeder Stelle im Netz zu halten. Das ist nicht per se gefährlicher, aber es ist natürlich ad eins teurer, wesentlich teurer. Und zweitens ist es natürlich so, wenn sich dann auch noch größere Störungen aufschalten, dann ist die Handlungsfähigkeit der Netzbetreiber eher eingeschränkt. Also es ist zum einen wahnsinnig kostenintensiv. Die Netzentgelte sind auch der Teil auf der Stromrechnung, der am stärksten steigen wird. Es war ja vorgesehen nach Klimatransformationsfonds, dass in diesem Jahr 5,5 Milliarden aus dem Fonds aufgewendet werden, um die Netzkosten zu stabilisieren. Aber da das Verfassungsgericht festgestellt hat, dass wir hier eine grundgesetzwidrige Haushaltsführung haben, steht dieses Geld nicht zur Verfügung. Und diese erhöhten Netzkosten werden jetzt durchgereicht auf die Verbraucher. Das heißt, das ist so eine Art implementierte Strompreissteigerungsgarantie, die wir hier haben. Und mit jedem weiteren Windrad und jeder weiteren Solaranlage wird dieses Ungleichgewicht, diese Unplanbarkeit erhöht und treibt die Preise. Die Frage, wie weit kann man das überhaupt noch treiben, das weiß ich auch nicht. Das ist nicht vorhersagbar, aber es gibt ein Zitat von Professor Fratscher, das ist der Chef vom DIW, sicherlich ein Begriff. Und das DIW ist ja ein energiewendefreundliches Institut. Und Professor Fratscher hat schon 2015 in seinem Buch Die Deutschlandillusion hat er geschrieben, dass jedem klar sein müsse, dass die Energiewende ein Experiment sei. Und darüber muss man nun natürlich nochmal nachdenken. Experimente macht man normalerweise im Labor, im kleinen Maßstab, um zu Wir sehen. machen direkt den Feldversuch im ganz großen Maßstab. Genau, wir machen das sofort mit dem ganzen Land, mit der ganzen Wirtschaft, mit allen Menschen. Und ich bin ja sozialisiert in einem System, wo es auch ein gesamtgesellschaftliches Großexperiment gab. Das hieß real existierender Sozialismus und am Ende haben wir festgestellt, hat nicht funktioniert.
Und heute ist die Lage wieder die, wir haben keinen Plan B. Also wir hören immer wieder von Wissenschaftlern und Politikern, ich glaube, dass die Energiewende ein Erfolg werden kann, oder andere sagen, es muss ein Erfolg werden. Wir haben keinen Plan B, und das wird, wenn man das positiv formuliert, es wird spannend werden. Ja, Herr Hennig, wir gehen da ja eh noch näher drauf ein. Ich habe eine Frage, die, denke ich, viele unserer Zuschauer beschäftigt, weil wir erzählen hier über unser Wissen und wir können das auch nachschlagen. Aber was könnte denn der normale Verbraucher tun, um sich selbst ein Bild über den Zustand der Energieversorgung zu machen? Denn das ist ja, wenn wir sagen, dass die Energieversorgung auf tönernen Füßen steht, ist es das eine. Aber was kann der Verbraucher tun? Wo könnte er sich selbst informieren, um besser ein Gefühl zu kriegen? Weil wir haben ja die Situation, der Mensch kann immer nur beurteilen, was er kennt. Und wir haben ja, Gott sei Dank, muss man ja sagen, immer noch eine sehr zuverlässige Stromversorgung. Und wir hatten auch, Gott sei Dank, noch nie einen Blackout. Aber wenn man den Experten glaubt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür gestiegen. Und aber der normale Verbraucher, der sieht es halt nicht. Und ja, was können wir dem für einen Tipp an die Hand geben? Ja, überblicksmäßig gibt es mehrere Adressen im Internet, wo man sich das anschauen kann. Also den Energiemix zum Beispiel nach dem Motto, was ist heute gerade im Netz los? Wie groß sind die Anteile an der Stromproduktion? Das wäre zum einen bei agoraenergiewende.de, dieses sogenannte Agorameter, oder bei Übergeben. energie-charts.info. Und es gibt dann auch von smart.de, also direkt vom Ministerium, die Angaben. Das macht Sinn, dort öfter mal hinzuschauen. Dann sieht man, wie sich die Anteile je nach Wetterlage verschieben und verändern. Und da kann man auch den Kontrast erkennen zu den Erfolgsmeldungen. Denn in den Zeitungen steht in der Regel immer nur, wenn wir ganz viel Erneuerbare eingespeist haben, aufgrund der Wetterlage zum Beispiel, steht dann meistens nicht dabei, dass es am Tag danach schon wieder komplett umgekehrt ist. Oder wenn wir dann Windproduktion haben, die nur knapp über der Nulllinie liegt, das wird in unseren Medien vorzugsweise natürlich nicht berichtet. Also insofern kann man sich über die Gesamtlage schon informieren. Was nicht möglich ist, ist jetzt eine Störung in dem Sinne kommen zu sehen. Also man kann vielleicht davon ausgehen, wenn wir eine dunkle, kalte Winternacht haben ohne Strom und wir importieren schon große Mengen, 10, 12 bis zu 16 Gigawatt, die wir heute schon teilweise importieren müssen, dann kann man sich denken, dass dann eine erhöhte Gefährdungslage besteht. Wenn sich dann nämlich noch eine Störung aufschaltet, dann haben wir relativ wenig Handlungsfähigkeit. Aber eine Störung an sich kann man nicht kommen sehen. Aber ein Netzbetreiber, Transnet BW, hat ja schon eine App erstellt, diese Stromgedacht-App, die ist, das betont man immer, als Hinweis-App gedacht. Man will damit zu Zeiten hohen Bedarfs hohe Strompreise vermeiden. So wird das begründet, ist ja auch richtig. Aber es ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass eine angespannte Situation im Netz herrscht und man dann zu dieser Zeit nicht noch mehr Strom nach Möglichkeit verbrauchen soll. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass darauf hingewiesen wird, dass man zu dieser Zeit die Handys nicht laden soll. Also das sind so 10 Watt vielleicht. Ja, aber interessant ist auch, ich hab mir die auch runtergeladen und die bringen dann so um Mitternacht zum Beispiel die Meldung, dass man jetzt die Waschmaschine einschalten oder das E-Auto Ja, laden soll. ja. Also, wir müssen halt jetzt auch unser Schlafverhalten ein bisschen ändern. Ja, das macht ja schon Sinn, wenn das Verbraucherverhalten so beeinflusst werden kann, ist das zunächst mal nichts Schlechtes, im Gegenteil. Aber wie gesagt, dieser Hinweis auf die Handyladegeräte, ich habe aber zumindest zu Anfangszeiten nicht den Hinweis gelesen, dass man sein E-Mobil zu dieser Zeit nicht laden soll. Also die 11 kW und mehr, die wurden nicht erwähnt. Ja, Das fand ich das ist etwas vielleicht, hat blödsinnig. andere Gründe gehabt, das ganze Thema. Also man muss ja sagen, leider ist ja die Energiewende extremst belastet von politischen Themen. Wenn man nur fachlich darüber sprechen würde, wäre man ja viel weiter und könnte viel besser auch die Dinge beim Namen nennen. Aber es wird halt immer sehr schnell, sehr politisch.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Die grüne Politik möchte ja nach wie vor bis 2030 den Ausstieg aus den konventionellen Kraftwerkstechniken, vor allen Dingen aus der Kohle. Jetzt haben wir aber ja gerade die Situation, dass kaum neue Kraftwerke gebaut werden. Die Abschaltpläne waren ja ursprünglich festgelegt bis, ich glaube, 2035. Wie geht die Politik denn jetzt weiter vor? Also ich kenne noch eine Tabelle, da sollen bis 26 11 Gigawatt Kraftwerksleistung konventionell abgeschaltet werden. Werden die jetzt auch abgeschaltet, egal wie der Ausbau der Erneuerbaren geht? Oder wie muss sich das der Verbraucher jetzt vorstellen? Also zum einen wundert mich die Diskussion um den Zeitpunkt 2030, weil es gibt ein Gesetz und da steht 38 drin. Jetzt haben wir aber die Grünen, die ständig mit den Hufen scharren und das vorziehen wollen. Aber das ist ja eine Aussage aus dem Koalitionsvertrag und ein Koalitionsvertrag hat nun mal keine Gesetzeskraft. Und mich wundert, dass auch alle anderen sich auf diese Diskussion 2030 überhaupt einlassen. Abgesehen von NRW, da gibt es eine Gesetzesänderung, dort ist das Gesetz, wird aber nicht funktionieren. Ansonsten gibt es diese Zeitschiene nach Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und die Ende 2038. Für die Braunkohlekraftwerke gibt es fixe Termine. Für die Steinkohle wurden ja 7 Ausschreibungsrunden gemacht und de facto hat jedes Steinkohlekraftwerk auch heute schon seinen Stilllegungstermin. Hatte jetzt aber zwischendurch, also die Regierung handelt da sehr situativ. Es kam jetzt der Ukraine-Krieg dazu. Deshalb wurden nochmal Blöcke aus der Braunkohle-Sicherheitsbereitschaft reaktiviert. Das waren insgesamt nochmal 1800 MW. Die gehen heute vom Netz. Nach Gesetzesplan gehen dann nochmal 1300 andere Braunkohlekraftwerke außer Betrieb. Ja, und die Steinkohle, das ist die große Frage, weil es sind etliche Steinkohlekraftwerke, die hätten nach Plan jetzt schon stillgelegt sein sollen, die laufen aber immer noch, beziehungsweise wurden in die Reserve versetzt. Und auch diese Kraftwerke, die jetzt ihren Stilllegungstermin haben, die werden längst nicht alle stillgelegt, sondern die werden zu einem erheblichen Teil in die Reserve versetzt werden müssen, weil schlicht und einfach die Bilanz sonst nicht aufgeht. Das rechnet die Bundesnetzagentur jährlich durch, immer für den kommenden Winter. Für den letzten Winter hatten wir, glaube ich, 8 oder 10 Gigawatt in der Reserve, einschließlich Kraftwerken in Österreich zum Beispiel. Und ja, die Frage ist, wie lange kann man das so treiben? Also die Braunkohle ist an ihre Termine gebunden, weil das hängt an den Tagebauern. Und wenn die Tagebauer ihre Endstellung erreicht haben, dann kann man die nicht mehr erweitern. Also die werden so außer Betrieb gehen. Das letzte dann hier in der Lausitz 2038. Und die Steinkohle ist natürlich so, dass die Betreiberunternehmen hier auch klare Bilder brauchen. Im Ministerium hat man anscheinend so den Gedanken, ja, wenn der Strom nicht reicht, wenn nicht schnell genug die Gaskraftwerke kommen, dann lassen wir halt die Kohlekraftwerke länger laufen. Das kann man so sagen, aber die Betreiber können nicht nur einfach Jahr für Jahr verlängern, weil das Personal geht ab und die Anlagen verschleißen und die haben keinerlei Planungssicherheit. Das heißt, so nach und nach werden auch die endgültig außer Betrieb gehen, weil sie dann technisch verschlissen sind oder weil keiner mehr da ist, der sie bedienen kann. Vielleicht, wenn ich das kurz ergänzen darf für unsere Ja. Zuschauer. Man muss sich ja vorstellen, es wird ja heute keiner mehr eine Lehre machen in einem Kohlekraftwerk, was angeblich 2030 oder 2035 abgeschaltet werden soll. Und dadurch haben die Kraftwerke natürlich ein Personalproblem. Das heißt, alte Mitarbeiter, die in Rente gehen, die können nicht neu besetzt werden, diese Stellen. Und das wird irgendwann möglicherweise dazu führen, dass eben diese ich hätte schon fast gesagt, Kernkraftwerke, die Kohlekraftwerke, dann eben mangels Personal nicht mehr betrieben werden können. Ich hoffe, ich habe es so richtig wiedergegeben. Ja, das ist richtig. Aber das ist das Thema Fachkräftemangel steht ohnehin in allen Branchen. Ja. Also auch die Kraftwerke, die weiterlaufen werden, die Müllverbrennung, Biomasseanlagen und ähnliches, auch die suchen händeringend Personal, weil das ist alles Schichtbetrieb und Schichtarbeit und am Das will Wochenende um niemand mehr machen. 24/7. Und das möchte heute die Generation Z oder wie man die heute alle nennt,
mit ihrem Ruf nach Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche, da ist es schwer, qualifiziertes Personal dazu zu kriegen. Genauso übrigens wie in der Windenergie. Die Windkraft sucht händeringend Monteure, weil die natürlich hochqualifiziert sein müssen, am besten Mechatroniker. Die müssen höhentauglich sein und die müssen in der Regel auf Montage arbeiten, weil ja die Windkraftanlagen deutschlandweit verstreut sind. Die können also auch nicht am Heimatort arbeiten. Die suchen genauso händeringend Personal, aber das ist eigentlich schon wieder ein anderes Thema. Die Abschaltung der Kohlekraft, der soll ja nun begegnet werden mit dieser sogenannten Kraftwerkstrategie. Es ging ja vor kurzem durch die Medien, wir hätten jetzt eine Strategie. Das ist insofern eine Falschmeldung, weil die offizielle Sprachregelung heißt, es sind die Eckpunkte einer Strategie veröffentlicht worden. Und die Eckpunkte sind im Grunde nichts anderes als Absichtsbekundung auf geschriebene Wünsche. Und hier gibt es natürlich jede Menge Unklarheiten, weil Sie sagten es ja schon, niemand baut auf eigenes Risiko heutzutage mehr ein Kraftwerk in Deutschland, zumal ein fossiles. Also muss hier Staatsgeld aufgewendet werden. Und den Klimatransformationsfonds, den gibt es so nicht mehr. Diese 60 Milliarden, die ursprünglich dafür vorgesehen waren, die sind nicht verfügbar. Heute spricht man von 16 Milliarden für die nächsten 20 Jahre. Das ist eine homöopathische Menge. Also es geht darum, dass jetzt die Ausschreibungen, die rauskommen sollen, die müssen begleitet werden von bestimmten Subventionszusagen. Das sind zum einen die Investitionsbeihilfen und zum anderen Betriebsbeihilfen. Das wäre dann ein Kapazitätsmarkt, in dem nicht der verkaufte Strom bezahlt wird, sondern das Vorhalten elektrischer Leistung, weil die ja nicht auf ihre Betriebsstunden kommen. Und die sollen ja nur laufen, wenn Wind und Sonne nicht liefern. Um mal eine Zahl, haben Sie eine Zahl, wie viele Gaskraftwerke denn benötigt würden, wenn, damit wir wieder einen Backup-Kraftwerkspark hätten? Ja, das sind die nächsten Zahlen, die alle nicht zusammenpassen. Es gibt ja Schätzungen vom BDI zum Beispiel, vom BDEW, von der Uni Köln, vom Energiewirtschaftlichen Institut. Und die haben vor einigen Jahren schon, haben die den Bedarf beziffert, so im Bereich 20 bis 40 Gigawatt bis 2030. Mhm. Und das, was jetzt ausgeschrieben werden soll, das soll bis zu 10 Gigawatt sein. Also es reicht schon mal von der Menge nicht. Zweitens die spannende Frage, wer baut oder wer könnte bauen. Es gibt ja einige Unternehmen, die haben Planungen im Schub, die warten nur auf die Aussage, wie wird das finanziert. Also RWE zum Beispiel, Trianel, Statkraft aus Norwegen hat schon signalisiert, die beteiligen sich da nicht. Also wie auch immer, es wird sicherlich so sein, dass in den nächsten Jahren Gaskraftwerke gebaut werden. Aber es gibt auch hier zwei oder drei Irrtümer. Das erste ist, dass das schnell geht. Also schon die Kohlekommission hat ja in ihrem Bericht geschrieben, wenn man sich dazu durchringt, dann muss man beachten, dass das 5 bis 7 Jahre dauert, bis die leistungswirksam werden. Wenn wir jetzt also im Jahr 2024 die Ausschreibungen rausbringen, dann läuft der Zeitraum der Bewerbung, dann kommt die Auswahl, dann kommen die Zuschläge und erst dann kommen die Bauentscheidung, die Planung, Genehmigung und dann erst der Bau. Also wir kommen dann deutlich in die 30er Jahre hinein, wo also Beispiel NRW ja die Kohle schon raus sein soll. Deswegen wird das auch zum Thema NRW mit dem Ausstieg 2030 nicht realisiert werden können. Ja, wir bräuchten insgesamt Minimum 40 Gaskraftwerke in der mittleren Größe, sagen wir mal so 500 MW-Klasse, eher größer. Allein NRW bräuchte bis 2030 für den Kohleausstieg etwa 8 größere Gaskraftwerke. Die Wahnsinn. Die sind schlicht nicht zu sehen. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, also die Firmen, die sowas bauen, die wachsen ja nicht auf Bäumen. Nein. Und die können ja nicht gleichzeitig 4 oder 5 solcher Dinger bauen, sondern die würden dann nacheinander gebaut. Also wenn ich das kurz zusammenfasse, dann bedeutet das ja, dass wir ja völlig unrealistisch bis 2030 überhaupt ein neues Gaskraftwerk bekommen in Deutschland, was noch nicht in der Genehmigung ist und was noch nicht sozusagen ausgeschrieben ist. Das heißt, wir stehen im Grunde
Ja, wo stehen wir denn eigentlich? Wir haben zwar noch konventionelle Kraftwerke, die abgeschaltet werden sollen, die immer älter werden, denen das Personal fehlt. Auf der anderen Seite haben wir einen steigenden Energiebedarf durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz und was da noch alles geplant ist. Wie kann das funktionieren? Ja, das ist die Frage. Jetzt haben Sie wieder ein Thema angesprochen mit dem steigenden Bedarf. Aber zunächst noch zu einem anderen Denkfehler. Es wurde gesagt, die brauchen nur stundenweise laufen, nur als Ersatz, wenn die Erneuerbaren nicht liefern können. Das ist insofern ein Denkfehler, weil ja mit diesen Gaskraftwerken die noch laufenden Kohlekraftwerke ersetzt werden wollen. Und die laufen sehr wohl durch, schon aus Gründen der Netzstabilität. Sie müssen sie die Systemdienstleistungen bringen. Aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen detaillierter erklären. Das sind ja die großen Generatoren, die praktisch die Frequenz stabilisieren, Ja, ne? Denn ja. das wissen viele Zuschauer auch nicht. Dadurch, dass immer mehr davon abgeschaltet werden, werden ja diese Systemdienstleistungen immer weniger, was das Netz immer wackeliger macht. Ja, letztens hat, ich überlege, war das die Bundesnetzagentur in einer Studie, sehr schöne Begriffe neu eingeführt, die kannte ich nicht. Und zwar Grid-Forming-Kraftwerke und Grid-Following-Kraftwerke. Und das ist jetzt zwar wieder Englizismus, aber das beschreibt sehr gut, dass die rotierenden Massen der konventionellen Kraftwerke, die sind Grid-Forming. Das heißt, die Generatoren erzeugen eine analoge Sinuskurve. Beim Drei-Phasen-Wechselstrom drei Sinuskurven jeweils um 120 Grad versetzt. Das sind richtig schöne, saubere Sinuskurven. Und diese Spannung und ja, diese Spannung und Frequenz im Netz brauchen die Erneuerbaren, um überhaupt zugeschalten zu werden. Denn die Windkraft erzeugt ja primär erstmal Gleichstrom. Und damit die ins Netz einspeisen können, wird dann eine digitalisierte Sinuskurve erzeugt durch die Wandler. Also die brauchen ein Netz, an das sie sich anlehnen können, also Grid Following, die folgen dem Netz und dann können die einspeisen. Wenn aber das Netz nicht da ist oder wird immer weniger handlungsfähig, regelfähig, dann gehen die außer Betrieb, die Erneuerbaren. Also die sind nicht schwarzstartfähig, mit denen kann man kein Netz bilden und aufbauen, sondern sie können immer nur ja, ergänzend zusätzlich mit einspeisen. Und das ist die spannende Frage, wie lange das Netz auf diese Weise funktionieren wird. Ja, das Thema Steigerung des Verbrauchs. Hier hat das Ministerium ja vermutet oder eingeschätzt, wir brauchen heute in etwa um die 500 Terawattstunden im Jahr. Und bis zum Jahr 2030 soll das steigen auf 750 Terawatt, also ein Drittel mehr oder eine Hälfte mehr. Aber meiner Meinung nach wird es nicht so viel werden. Wir haben zwar Automatisierung, Elektrifizierung, KI, aber die Masse des zusätzlichen Verbrauchs wäre von der E-Mobilität und von den Wärmepumpen gekommen. Und da sehen wir gerade, dass die Entwicklung da eben nicht so verläuft. Die E-Mobilität erlebt gerade den Einbruch, nachdem die Subventionen weggefallen sind. Und ob diese 15 Millionen Fahrzeuge 2030 bei uns auf den Straßen elektrisch fahren, da habe ich große Zweifel. Ich glaube das nicht, denn da ist die erste Generation oder die ersten zwei Generationen der E-Mobilität sind schon wieder veraltet und von der Straße weg. Und ob sich dann die Besitzer oder die Eigentümer wieder ein neues E-Mobil kaufen, ohne Subventionen, und ohne dass erkennbar der Gebrauchswert der E-Fahrzeuge deutlich besser ist gegenüber den Verbrennern, dann wage ich das zu bezweifeln, dass wir eine stark steigende E-Mobilität auf der Straße haben. Und was die Wärmepumpen betrifft, nachdem das Gesetz ja jetzt zum 1. Januar in Kraft getreten ist, sehen wir, dass weniger Wärmepumpen verkauft werden, eigentlich nur im Bereich der Neubauten. Aber das Neubaugeschehen geht ja zurück, aus bekannten Gründen, und die anderen in herkömmlichen Gebäuden, die also keine Niedertemperaturheizung haben, die greifen eher wieder zu Gasheizung oder sogar Ölheizung. Also auch dieser starke Bedarf an Wärmepumpen wird so wohl nicht eintreten, zumal er automatisch, ich sag mal, gedeckelt ist durch den fehlenden Netzausbau im Niederspannungsbereich. Also wir werden erleben, dass dort, wo viele Wärmepumpen im Bestand gebaut werden sollen, dass dort schlicht und einfach der Netzausbau nicht hinterherkommt. Und noch ein Wort zum Netzausbau.
Wir hören ja laufend aus politischen Kreisen, wir müssen jetzt den Turbo einschalten, wir müssen alles schneller und so weiter. E.ON Edis, das ist hier der Regionalversorger in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die haben jetzt noch mal kundgetan, wie lange das dauert, eine 110 kV-Leitung, das ist Hochspannung, aber noch nicht Höchstspannung, die zu bauen. Also die rechnen in Zeitschienen von 8 bis 12 Jahren für eine Leitung. Und wenn jetzt alle sagen, wir brauchen aber ganz schnell die Erneuerbaren, dann werden wir erleben, dass ganz schnell die Erneuerbaren stehen, aber der Strom nicht abtransportiert werden kann. Also es passt von den Zahlen her in dieser Energiewende im Grunde nichts zueinander. Und dann haben wir ja auch noch die Verteilnetze, die ja auch noch ertüchtigt werden müssen, wenn dann diese ganzen Wärmepumpen und der Bedarf für die E-Mobile kommt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zahl richtig im Kopf habe. Der Bundesrechnungshof hat ja gerade einen Kommentar oder eine Prüfung gemacht zum Thema Energiewende. Und da gibt es eine Zahl, ich glaube, 90.000 Kilometer müssen erneuert oder ertüchtigt werden im Bereich der Verteilnetze. Und da reden wir noch gar nicht über die Kosten. Aber auch hier braucht es ja die Kupferkabel. Es braucht die Fachfirmen und es braucht irgendeinen, der es bezahlt, damit das alles gemacht werden kann. Und nichts der drei ist in entsprechender Menge verfügbar momentan. Ja, das ist völlig richtig, zumal ja im Niederspannungsnetz, also im innerörtlichen Bereich, die meist als Erdkabel verlegt sind. Das Genau. heißt, das ist mit erheblichen Erdarbeiten zu rechnen. Und dazu kommt, es sind ja nicht nur die Kabel. Die europäischen Kabelhersteller sind ohnehin ausgebucht, weil wir ja nicht die einzigen sind, die ausbauen. Es fehlt auch an Transformatoren und Schaltanlagen. Also schon so ein Ortsnetztransformator, meinetwegen von 1000 Volt auf 660 oder 10 kV auf 660. Da gibt es Bestellzeiten bei 3 Jahren und mehr. Und man braucht ja nicht nur 5 Stück davon, man braucht da viel, viel mehr. Auch hier, ich sag mal, das entspricht aber der politischen Vorgehensweise. Es werden Wunschzahlen aufgeschrieben und niemand unterzieht sich der Mühe, eine Plausibilitätsprüfung zu machen. Also was ist überhaupt schaffbar? Und das erleben wir eigentlich in allen Bereichen. Also 5 Windkraftanlagen pro Tag wäre ja in etwa die Geschwindigkeit aus diesem sogenannten Osterpaket. Das sind 5 mal 12 Schwerlasttransporte, die Monate vorher genehmigt werden müssen. Das sind so und so viele Großkrane. Also es ist auch vom Material, von den Ja, Fachkräften. das Eisen fürs Fundament, der Beton und was Ja, man das braucht. ist in dieser Geschwindigkeit nicht machbar, aber wir wissen ja auch, es gibt das Ziel 400.000 Wohnungen im Jahr. Auch das wird bei weitem nicht erreicht. Da sagt die Bundesregierung, wir wissen, dass wir das nicht schaffen, aber wir Das halten Ziel an dem lassen Ziel wir fest. bestehen, genau. Das ist besonders putzig. Ja. Ja, und so ist das mit den 15 Millionen E-Mobilen und mit den 500.000 Wärmepumpen pro Jahr. Das sind willkürlich gegriffene Wunschzahlen, die sich sachlich nicht begründen lassen. Aber das entspricht dieser Form der Energiewende. Wir haben keinen Masterplan. Also es gibt keinen grundlegenden Plan, auf dem alles aufgebaut ist. Und in diesem Plan müssten ja alle Sektoren der Energieversorgung enthalten sein. Aber bisher war es so mit dem Beginn des EEG im Jahr 2000. Es wurde sich nur an Lieblingstechnologien entlang gehangelt, also zügiger Ausbau von Wind und Solar. Und das restliche Energiesystem wurde stiefmütterlich behandelt. Da hat man sich erstmal darauf verlassen, dass das auf marktwirtschaftlicher Basis funktioniert. Das ist ja auch eine Weile gut gegangen, solange wie die Erneuerbaren nur wenig eingespeist haben. Aber jetzt haben wir über die Hälfte schon an Stromaufkommen aus volatilen Quellen. Und jetzt sehen wir, dass das konventionelle System ja an den Rand der Betriebsfähigkeit kommt. Und ja, also wie vorhin, es wird spannend. Ja, und wir haben ja noch einen Punkt gar nicht angesprochen. Also nochmal zusammenfassend, der Schattenkraftwerkspark, also der immer dann einspringen soll, wenn Wind und Sonne nicht liefern, soll ja Gaskraftwerke sein. Gaskraftwerke brauchen aber bekanntermaßen ja Gas. So, und jetzt gibt es zum Beispiel ja die Aussage, dass der Gasliefervertrag von Russland durch die Ukraine Ende 24 auslaufen soll. Wir bekommen mittlerweile ja sowieso vermehrt LNG, also Flüssiggas mit Tankern, aber die Amerikaner haben auch schon gesagt, dass sie ihre
Kapazitäten nicht weiter ausbauen wollen. Große freie Kapazitäten auf dem Weltmarkt gibt es auch nicht. Stellt sich dann die Frage, wie sicher kann unsere Energieversorgung mit Gaskraftwerken, wenn sie denn überhaupt mal gebaut werden, wenn wir da komplett auf Importe angewiesen sind und das zum dreifachen Preis von dem Erdgas, was wir damals mal aus Russland bekommen haben. Also Versorgungssicherheit definiere ich anders. Also ich habe noch keine Mengenkalkulationen dazu gefunden. Wahrscheinlich aus zwei Gründen. Erstens, weil man sagt, die Gaskraftwerke laufen ja nur wenige Stunden. Deswegen scheint man zu folgern, dass die dann auch wenig Gas brauchen. Und zum anderen wird ja sofort immer gerufen, die sind wasserstofffähig. Und in dieser sogenannten Strategie oder in dieser Kraftwerksstrategie, von der nur die Eckpunkte vorliegen, da steht ja drin, heute schon genau terminiert, dass im Jahr 2032 entschieden wird, ob die Gaskraftwerke, wann die Gaskraftwerke zwischen 2035 und 2038 auf Wasserstoff umgestellt werden. Also den haben wir nicht, den kriegen wir auch nicht in diesen Mengen, aber das gilt heute schon mal als festgelegt. Das ist beeindruckend, je weiter die Termine in der Zukunft liegen, umso genauer werden sie festgeschrieben. Das ist das Prinzip Hoffnung. Nein, der Gasbedarf, den wir haben, der ist erheblich. Es ist immer die Rede von LNG. Wir haben aber derzeit in unserem Portfolio an Gas nur 7% eigenes LNG, weil wir haben ja erst nur drei Standorte, an denen wir das rückvergasen können. Das wird sicherlich noch zunehmen. Und weltweit ist auch LNG schon zu kriegen, wenn auch nicht mehr so viel aus USA, aber es ist natürlich eine Preisfrage. LNG ist wesentlich teurer als das Röhrengas. Und es gibt jetzt, was das gesamte Gasnetz in Europa betrifft, natürlich Unwägbarkeiten. Sie haben die Ukraine schon angesprochen. Also wenn tatsächlich dort der Transit stoppt, dann hängen ja die Slowakei, Tschechien und Österreich dran. Und die müssten dann aus dem restlichen europäischen, westeuropäischen Netz versorgt werden. Und da hat ja unser Minister Habeck seinerzeit schon gesagt, dann kriegen die das Gas von uns, selbst wenn wir unsere Wirtschaft runterfahren müssen. Also er hat scheinbar nicht so, also ihn schreckt das anscheinend nicht. Und es gibt, was die eigenen Gasvorkommen in Europa betrifft, natürlich zwei begrenzende Faktoren. Das eine ist, bisher waren die Niederlande der Großlieferant neben Norwegen, aber das größte niederländische Gasfeld in Groningen, das ist jetzt ausgefördert und stillgelegt. Es gab dort Erdbeben und Gebäudeschäden. Also möglicherweise wurde das auch über die Jahre etwas zu schnell ausgefördert, das weiß ich nicht, aber Tatsache ist, von da kommt nichts mehr. Und dazu kommt, dass wir ja unsere eigenen Vorräte oder Vorräte nicht nutzen wollen durch moderne Technologien, das heißt durch Fracking. Also wir hätten an Vorkommen ausreichende Mengen, mit denen wir etliche Jahre uns de facto selbst versorgen könnten. Ich habe mal gehört, bis zu 30 Jahre würde das sogar reichen. Ja, kann sein. Aber hier ist natürlich die politische Hemmschwelle, weil das mit Fracking verbunden ist, also mit dem Aufbrechen unterirdischer Formationen. Ich sag mal, wenn wir solches Gas importieren aus USA und anderswo, da haben wir überhaupt kein Problem damit. Nur in unserem eigenen Vorgarten soll das nicht passieren. Dabei ist diese Technologie verbreitet seit zig Jahren, übrigens auch in Deutschland. Die Polen fördern so, auch in Europa wird so gefördert. Aber wir haben da so einen harten politischen Widerstand, dass das wahrscheinlich absehbar auch nicht kommen wird, womit sich unsere Lage natürlich nicht verbessert. Ich habe aber noch keinen Geologen gehört, der sich gegen Fracking ausgesprochen hat. Das sind alles Verbände, Umweltorganisationen, Politiker. Von den Fachleuten sagt keiner, dass das so gefährlich wäre, dass man dann die Finger davon lassen müsste. Übrigens gibt es da noch als Bemerkung am Rande, es soll ja bei uns eine Geothermie-Initiative geben. Das macht durchaus Sinn für die oberflächennahe Wärme, also für die Wärmeversorgung. Für die Stromerzeugung wird das in Deutschland keine Rolle spielen. Wir sind nicht Island, also das gibt unser Untergrund nicht her. Aber wenn wir Geothermie in größerem Umfang nutzen wollen, dann brauchen wir auch Fracking. Dann müssen wir sozusagen unterirdisch
Durchfluss schaffen, eine Möglichkeit, dass das Tiefenwasser auch Zirkuliert. zirkulieren kann. Und so, wenn wir dann Basaltuntergrund haben oder Felsformationen, dann müssten die aufgebrochen werden, damit dort eine Strömung zustande kommt. Das ist offensichtlich noch nicht im öffentlichen Bewusstsein. Ansonsten würde vielleicht auch jetzt die Geothermie wieder ein Stück verteufelt. Ich weiß es nicht. Ja, es ist alles ein bisschen verrückt. Ich meine, genauso verrückt ist ja auch, dass man jetzt auf Teufel komm raus Windanlagen und Photovoltaik bauen will und eine Umweltverträglichkeitsprüfung weglässt. Hauptsache, die Dinger stehen da und wenn kein Wind weht, produzieren sie nicht. Es ist einfach nur verrückt. Ja, wenn man das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, sich so anhört, wie ist denn dann Ihr Urteil zur Versorgungssicherheit? Wie wird die sich jetzt weiterentwickeln bis 2030? Wir haben ja, oder Sie haben ja zu Beginn gesagt, heute ist alles in Ordnung, der Wind weht ja auch und Photovoltaik produziert ja auch ein bisschen. Aber wenn wir jetzt mal eben den größeren Rahmen wieder aufspannen, was passiert, was steht uns bis 2030 vor der Brust? Wie wird sich die Versorgungssicherheit bis dahin entwickeln? Also der Trend bleibt uns ja erhalten, dass immer mehr regelfähige Kraftwerke abgeschaltet werden, immer mehr Volatiler dazukommen. Also die Randbedingungen bleiben so, dass sich die Lage, die Versorgungslage tendenziell verschlechtert. Und die Netzbetreiber haben keine andere Möglichkeit, als dann mit Eingriffen immer wieder das Netz am Leben zu halten, auch mit Import. Also gerade im Sommer wird es wieder der Fall sein, dass wir unsere Lastschwankungen vorrangig durch Export und Import ausgleichen werden. Das heißt, tagsüber bei viel Sonnenschein werden wir wieder exportieren zu niedrigen Preisen oder sogar negativen Preisen, was aber dem Verbraucher in Deutschland nichts nutzt, weil es gibt ja das EEG und die Umlage. Und sobald die Sonne untergeht, kippt der Export sofort in den Import. Das heißt, dann müssen wir importieren für die Pumpspeicherbetreiber in Österreich, in der Schweiz ist das ein goldenes Geschäft. Die nehmen tagsüber unseren Strom, kriegen manchmal sogar noch Geld dazu, füllen ihre Oberbecken in den Pumpspeicherwerken und wenn die Sonne untergeht, lassen sie das Wasser wieder ab und verkaufen uns bildlich gesprochen denselben Strom wieder zurück und sie kriegen zweimal Geld dafür. Einmal, wenn sie das Wasser hochpumpen und einmal, wenn sie es runterlassen. Herr Hennig, eine kurze Zwischenfrage. Gibt es eigentlich mit dem Ausland, mit unseren Nachbarn, irgendwelche bindenden Verträge, dass die uns mit Strom beliefern müssen, wenn wir den brauchen? Oder ist das Goodwill oder Zufall, dass die was überhaben an Produktionskapazität, wenn wir es gerade brauchen? Also der aktive Teil oder der kurzfristige Teil des Marktes, das geht über den Spotmarkt. Schlicht und einfach Angebot und Nachfrage. Und das kann sich im Stundenbereich ändern. Das wird für den nächsten Tag immer vorgeschaut, und dann wird das vereinbart. Es gibt auch länger laufende Versorgungsverträge, aber das ist eher von Unternehmen und Firmen, die das mit einem ausländischen Betreiber oder Produzenten vereinbaren. Unsere Nachbarn, die werden das natürlich mitmachen, das Spiel, zumal wenn sie so gut verdienen, wie das im bestimmten Teil der Fall ist. Aber sie werden natürlich dann nicht mehr mitmachen, wenn ihr eigenes Netz in Gefahr gerät. Und das ist die Frage. Auch unsere Nachbarländer haben viel Wind und Solar inzwischen. Und wenn Windstille ist und Dunkelheit, dann haben wir das auch mehr oder weniger in ganz Europa oder in großen Teilen. Das heißt, dann müssen wir und Sie selbst auf Ihre konventionellen Anlagen zurückgreifen. Und wenn dort ja das Ende der Fahnenstange erreicht ist, dann muss man sehen, was dann passiert. Aber es gibt ja in der grünen Theorie die Aussage der sogenannten Flexibilitätsoptionen. Und damit meint man nicht nur Speicher, die wir ja auch nur unzureichend haben, sondern man meint vor allem die Verbrauchersteuerung, das sogenannte DSM, Demand Side Management. Und das gibt es ja auch schon, wer eine Wärmepumpe hat oder eine Elektroheizung, der hat in seinem Vertrag in der Regel Sperrzeiten drin, wo er dann abgeschaltet wird. Diese Sperrzeiten sind aber noch fix. Die kann man auch variabel gestalten, je nachdem, wie das Angebot gerade am Markt ist. Aber das ist natürlich nur verschobener Verbrauch. Das ist kein vermiedener Verbrauch. Das heißt, es muss zu anderen Zeiten nachgeholt werden. Und wenn wir generell einen Mangel im System haben, also einen Mangel an Energieaufkommen, da wird aus einem solchen System dann sehr schnell eine Rationierung. Und an der Stelle
hat es mich schon entsetzt, als die Grünen im Bundestag das erste Mal von einer angebotsorientierten Versorgung sprachen. Ich hatte angenommen, dass dann ein Sturm der Entrüstung durchs Land geht, vor allen Dingen von Seiten der Industrie und der Wirtschaft. Das ist nicht erfolgt. Ich Man glaube, die muss haben das gar nicht verstanden, was damit gemeint ist. vermutlich, aber man muss natürlich dann das so sehen, wie es ist. Es darf dann produziert werden, wenn genug Strom da ist. Und wenn nicht genug Strom da ist, dann sollen die alle nicht mehr produzieren. Aber wir sind noch ein Hochindustrieland und entwickelte Länder, die werden gekennzeichnet dadurch, dass ein hohes Maß an Arbeitsteilung vorliegt. Das heißt, jedes Produkt muss in der richtigen Menge zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das ist etwas, was beispielsweise die Windkraft eben nicht liefern kann. Und das heißt, wir kommen mit dieser Abhängigkeit von Wind und Wetter im Energiesystem, nähern wir uns mittelalterlichen Zuständen, dass wir nur dann produzieren können, wenn genug Wind weht, Sonne scheint. Alle kennen das Gedicht von Wilhelm Busch und dem Müller. Ich will es hier nicht zitieren, aber der konnte auch nur mahlen, wenn der Wind da war, mit dem Unterschied, das Getreide konnte er lagern und das Mehl auch. In vielen anderen Branchen braucht man wirklich den Strom genau zu diesem Zeitpunkt, sonst geht das nicht. Und in unserer hochtechnisierten und hochelektrisierten Wirtschaft, da läuft nichts mehr. Und selbst wenn man heute in der Lage ist, die Aluminiumindustrie in Deutschland, die arbeitet ja schon sehr gedämpft, die nehmen keine neuen Aufträge, die arbeiten nur noch ab, was da ist. Und die können zum Beispiel sehr schnell ihre Lasten abschalten. Es gab ja mal das Gesetz zu abschaltbaren Lasten. Das ist seltsamerweise nicht erneuert worden. Aber auch die müssen sich zum einen technologisch darauf einstellen, dass sie abgeschaltet werden. Zweitens ist natürlich Zeit- und Produktionsverlust. Die sollen ja auch zu gewissen Terminen ihre Ware fertigstellen. Und so wie sich die Grünen das denken, dass jetzt einfach mal zeitlich völlig flexibel gearbeitet wird, das ist so nicht möglich, weil es gibt ja auch ein Arbeitsrecht und Arbeitsverträge und man kann ja die Leute nicht nach Hause schicken und nach Belieben wiederholen, um dann zu arbeiten. Also das ist ein völlig krudes Wirtschaftsbild, was hier die Grünen haben, aber andererseits ist es ehrlich, denn es würde eintreten, wenn wir die Entwicklung, die wir jetzt haben, dann zu Ende denken. Ja, und vielleicht muss man auch noch ergänzen, es wird ja immer dann gesagt, ja, aber wenn wir genug Wasserstoff haben, den wir dann speichern können, oder wenn wir Batteriespeicher haben, dann klappt das alles. Aber mein Kenntnisstand ist, Wasserstoff ist viel zu ineffektiv und zu teuer und auch vom Handling her problematisch. Und Batterien in den Größenordnungen werden wir nie haben, weil sie einfach zu teuer sind. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den Stromkosten. Herr Hennig, wenn wir uns das jetzt alles, das Gehörte, so mal zusammen anschauen, dann wie werden sich denn die Stromkosten entwickeln? Weil ich habe eine Aussage von der Politik gehört, sobald die konventionellen Kraftwerke dann mal weg sind, würden die Stromkosten sinken. Also ich persönlich kann mir nicht erklären, wie das gehen soll. Und deswegen die Frage an den Fachmann: Wie werden sich die Stromkosten entwickeln? Tendenziell werden sie steigen. Also ich wundere mich immer über solche Aussagen, wie Sie die eben genannt haben, weil wir machen seit mehr als 20 Jahren Energiewende und EEG und der Trend der Preise ist eindeutig, der Nach oben. ist nur am Ansteigen mit einigen Schwankungen. Früher war die EEG-Umlage der Kostentreiber. Die wird jetzt aus Steuergeld bezahlt, was aber letzten Endes auch das Geld der Bürger ist. Ist Und immer unser heute Portemonnaie. ja, natürlich. Also alle, die die Steuern zahlen, ja, mal einschränkend. Und jetzt kommen die Netzentgelte dazu, von denen ich vorhin schon sprach. Also die werden der dynamische Anteil sein, sodass der Trend eindeutig nach oben geht. Und wenn dann dazu kommen die Investitionen in Speicher zum Beispiel, die wir ja nur sehr sparsam haben, aber Batteriespeicher zum Beispiel machen durchaus Sinn, die rechnen sich auch in Teilen. Wenn sie nämlich für die schnelle Netzregelung eingesetzt werden, dann macht das Sinn. Aber es macht keinen Sinn, so viel Batterien bauen zu wollen, um vielleicht die Schwankungen der Windkraft abzufangen. Diese Menge wäre illusorisch hoch und teuer. Das ist, wäre auch von den Rohstoffen überhaupt nicht, machbar. Ja, und das Thema Wasserstoff. Es gibt im Netz inzwischen einige Berechnungen auch, was es kosten könnte oder würde. Also es ist ein Wasserstoff ist ja ein sehr flüchtiges Gas und ich halte die Wasserstoffstrategie auch für sehr flüchtig.
Also wir werden zum einen selbst wenig oder kaum haben, zumindest nicht den grünen Wasserstoff, weil wir schlicht und einfach den Strom dafür nicht haben. Deswegen hat ja die Regierung das schon erkannt und sagt jetzt, wir werden so 2 Drittel mindestens importieren müssen. Jetzt waren Kanzler und Wirtschaftsminister in Kanada, in Namibia, in Marokko, im Nahen Osten, um dort mögliche Wasserstoffquellen auszumachen. Ja, also die werden dort auch Wasserstoff produzieren. Wie auch immer, ob man das immer kontrollieren kann, dass das grüner Wasserstoff ist, weiß ich nicht. Und die werden auch liefern für einen entsprechenden Preis. Jetzt wissen wir aber auch, Wasserstoff über weite Strecken transportiert, das geht nicht in seiner elementaren Form, weil das Zeug ist flüssig, muss tiefgekühlt werden, hochverdichtet, wahnsinnig teuer. Man muss also die Derivate transportieren, Ammoniak, Methan, Methanol. Man muss also sowohl am Produktionsstandort als auch bei uns, wo es wieder zurückverwandelt wird, braucht man wieder eine extra Infrastruktur, um das handhabbar zu machen. Dazu kommt der Netzausbau, also Pipelines. Das sogenannte Startnetz, was der Kanzler, was Minister Habeck angeschoben hat, das umfasst ja schon mal 20 Milliarden als Vorschuss, nur damit es erstmal losgeht. Und dazu kommt die fehlende Strategie in der Form, wozu nutzen wir dann den Wasserstoff? Das gibt ja keine klaren Bilder. Offensichtlich will man mit diesem grünen Wasserstoff, den wir dann vielleicht haben, aber erstmal in geringen Mengen haben, wollen wir alles gleichzeitig machen? Strom erzeugen, Strom speichern, grünen Stahl, Power to Gas, Power to Liquid. Ich weiß nicht, was noch. Also die Schweden zum Beispiel, die sagen, oder die machen das schon, die machen den sogenannten Eisenschwamm als Vorprodukt der Stahlerzeugung, machen die aus Wasserstoff. Aber die sagen auch, das macht Sinn, das rechnet sich vielleicht auch, aber für die Stromerzeugung und Stromspeicherung ist Wasserstoff viel zu teuer. Also da lassen die Finger weg. Und wir, wie gesagt, wir wollen mit den geringen Mengen, die wir haben werden, wollen wir gleichzeitig alles machen. Wir haben inzwischen bei uns weit über 50 Pilotanlagen Power to Gas. Ja, die Keine werden ja einzige. schön subventioniert. Also da Ja, fließen ja ich wollte gerade Subventionen sagen, ohne Ende. keine einzige ist wirtschaftlich, aber wir bauen schon bei den nächstgrößeren Anlagen. Also jetzt gibt dieses Projekt in Heide in Schleswig-Holstein. Da haben sich drei namhafte Firmen dran versucht und die haben sehr gute Bedingungen. Die haben sowohl Kavernenspeicher, die haben schon Wasserstoffleitungen liegen und die haben viel Windstrom, der oft abgeregelt werden muss. Also eigentlich ideale Voraussetzungen für einen Wasserstoffstandort. Die haben das jetzt aus Kostengründen sein lassen, weil es rechnet sich nicht. Weil die brauchen den ständigen konstanten Strom und nicht nur ab und zu irgendwelchen Das geht halt Überschuss. mit Erneuerbaren nicht, Und bekannterweise. dadurch amortisiert sich das nicht und damit ist das wirtschaftlich nicht betreibbar. Und was macht unsere Regierung? Legt das nächstgrößere Projekt auf, was noch größer ist, noch mehr Millionen Zuschuss bekommt, was aber absehbar auch nicht wirtschaftlich sein wird. Der Energiewende insgesamt, sei es nun Wasserstoff oder Erneuerbare, uns wird schlicht am Ende das Geld ausgehen, sodass wir in irgendeiner Zwischenphase werden stehen bleiben, ja, aus purer Armut an Investitionsmitteln, weil unsere Wirtschaft insgesamt, die ist ja nicht mehr durch marktgerechte Nachfrage und Angebot gekennzeichnet, was sich dann auch irgendwie selbst regelt, sondern es gibt ja fast keinen Wirtschaftsteil mehr, der nicht subventioniert wird. Und wenn ich überall subventioniere, dann ist irgendwann das Geld weg. Mag sein, dass die ein oder andere Technologie dann marktfähig wird und sich selbst ernähren kann, aber wir sehen es ja an der Windkraft, die wird seit über 25 Jahren subventioniert und es geht weiter. Die untere Ausschreibegrenze ist vorher ja wieder angehoben worden auf 7,35 Cent, aber nur für die sogenannten 100% Referenzanlagen. Die Anlagen, die jetzt in Bayern gebaut werden sollen, die werden 12 oder 13 Cent pro Kilowattstunde bekommen, weil sie Vielleicht dort für die Zuschauer, weil die Erträge dort schlechter sind, also natürlich, weniger Wind weht, um es mal konkret zu sagen. aber damit dort überhaupt jemand baut, wird die Subvention aufgestockt. Das ist volkswirtschaftlich völliger Unsinn. Es hilft aber den Windkraftinvestoren. Und da sind wir eigentlich dann am Knackpunkt, warum das Ganze. Letzten Endes verdienen Menschen Geld damit. Natürlich eine Minderheit, aber es gibt Energiewende-Gewinner und die haben leider,
leider politisch auch so viel Einfluss, dass dieser Kurs so gefahren wird und auch weitergefahren wird. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Aber ich sage mal so, die Nachteile der jetzigen Energiewende kommen jetzt bei dem Importemonnaie der Bürger ganz schmerzhaft an. Und zwar in mehrfacher Form, einmal in der Höhe des Strompreises, aber auch in der Deindustrialisierung, die wir ja in diesem Land sehen. Und ich denke, jetzt werden viele, die bisher gesagt haben, ja, mir geht es ja noch gut, was alles nicht so schlimm, werden jetzt das Denken anfangen. Und ja, wir müssen gespannt sein, wie diese Entwicklung weitergeht. Vielleicht zum Schluss noch ein Ausblick. Wie müsste denn die Energiewende geändert werden, damit wir wieder zu zuverlässiger Stromversorgung und bezahlbaren Stromkosten zurückkommen? Also das nächstliegende, was man machen kann und machen müsste, wäre aufzuhören mit Abschalten. Das heißt, das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz aussetzen oder gänzlich canceln, um überhaupt erstmal abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln, damit wir nicht noch weiter in diese Sackgasse hineinrennen. Und währenddessen wir vielleicht etwas Zeit gewinnen können damit, muss man die Weichen etwas neu stellen. Zum Beispiel, man muss angesichts der Tatsache, dass wir nicht so viel Gas haben werden und wahrscheinlich noch weniger Wasserstoff, muss man den Steinkohlekraftwerksbetreibern auch ein Stück weit, zumindest mittelfristig, einen Planungshorizont geben, damit die ihre Anlagen so weit fit halten können und das Personal so weit an Bord halten können, dass die ihren Jungfacharbeitern oder Azubis auch sagen können, also die nächsten 10, 12 Jahre, hast du noch Habt ihr bei eine uns? Zukunft? Lange habt ihr eine Zukunft, genau. Und dann kann man, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, weiterverfahren. Meine Befürchtung ist allerdings, so wie der Strombedarf auch zurückgeht durch die Abwanderung der Industrie, dann nimmt das Ganze auch den Veränderungsdruck von dieser Form der Energiewende. Und ich fürchte, man wird noch eine Weile so weitermachen. Aber wir kommen noch viele, viele Jahre nicht ohne Fossile aus. Es wird auch langfristig einen Wiedereinstieg in die Kernenergie geben, nicht in die Reaktoren der heutigen Generation, sondern in neuere Technik. Aber dazu müssen erst, ich sag mal, die Generationen der Atompaniker und auch der Klimapaniker, die müssen etwas überlebt werden. Und ja, man kann auch Steinkohle mit CCS versehen, also mit CO2-Abscheidung. Das ist ja jetzt nur für Industrie zugestanden, also für Zementindustrie und ähnliches, also unvermeidbare Emissionen, während man im Kraftwerkssektor das überhaupt nicht gestatten will. Aber auch das ist ein falscher Weg, wenn denn die CO2-Preise so hoch sind, wie sie jetzt sind, 80 € und mehr pro Tonne, dann rechnet sich sogar CCS auch für Steinkohlekraftwerke, wenn man jetzt zum Beispiel mit Norwegen oder Dänemark Verträge macht, dass die das CO2 abnehmen. Dann dürfte das Ganze sogar noch wirtschaftlich sein. Es hat halt seinen Preis, verlässliche Energie, zu produzieren. Und das, muss erstmal erkannt werden. Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir leben in einem Experiment und in sehr, 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 sehr spannenden Zeiten. Ich denke mal, wer bis zum Ende jetzt zugehört hat, der hat jetzt ein Gefühl dafür bekommen, wo wir stehen und wo wir hingehen. Ich sage vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich denke, das konnte jeder verstehen, der möchte. Und ja, wir müssen hoffen, dass da eine Einsicht kommt. Ich meine, wir haben jetzt gerade ein bisschen Unterstützung bekommen. Der Bundesrechnungshof hat ja mit seinem aktuellen Gutachten auch diverse Mängel der Energiewende aufgezeigt. Hoffen wir mal, dass die Ministerialen sich das ansehen und ihre Schlüsse draus ziehen. Wir werden weiter berichten und wir werden live dabei sein. Das ist so, was ich sage, was das Spannende in diesen Zeiten ist. Und vielleicht sei mir noch ein Schlusssatz gestattet. Ich habe ja einen Verein gegründet, der die Menschen dazu befähigt, in der Krisenbewältigung wieder fähiger zu werden, für die Abschaltungen, die möglicherweise kommen und für alles das, was sonst noch so kommen kann. Deswegen kommen Sie in unseren Verein, lernen Sie Krisenbewältigung. Und Ihnen, Herr Hennig, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit am Sonntagnachmittag. Ich danke auch.